Jo, wieder schlechte Nachrichten. Wir haben schon wieder einen Hund aus dem Auslauf verloren. Der scheiß Krebs, ey. Ich gebe euch heute mal so ein paar kleine Tipps, was man machen kann. Moin, moin. Ja, schlechte Nachrichten. Dieses Jahr ist es schon ganz schön schlimm. Also wir haben jetzt den dritten Hund im Auslauf durch Krebs verloren. Und wir haben noch zwei Diagnosen, die auch Krebs sind, also wo es auch eine Frage der Zeit ist. Es ist ermüdend. Ich habe euch die eingeblendet. Es war erst der Ravel, der hat es an der Hüfte gehabt, also Knochenkrebs letztendlich. Dann war es der Elvis, der Fox Terrier, der hatte an der Blase, da wurde es halt sehr eingeengt, der konnte dann auch nachher nicht mehr urinieren. Dann war es jetzt der Charlie letzte Woche, auch Knoche, und aber gestreut auf alles Mögliche schon. Dann haben wir die Laila, ein Labi-Mix, die hat es in den Knochen und auch schon gestreut. Und dann haben wir noch die Sam, die Carne Corso, die etwas ältere schon ist. Die hat es am Darm, ja. Also bunte Mischung. Ich hatte ja gesagt, bei den Hunden ist es relativ einfach, oder relativ, es ist, bei den Hunden ist es einfacher, da operabel sowas zu machen, aber die fünf haben nur ausgerechnet richtig Pech gehabt, da ging operabel gar nichts mehr. Ich habe euch da auch noch mal ein Video reingestellt, vor ein paar Wochen, was man denn so machen kann, wenn es denn leider soweit ist, oder was man machen kann. Ja, Krebs wird gefühlt immer mehr, ne? Also nicht nur beim Menschen, auch beim Hund wird es immer mehr. So vor, weiß nicht, 50 Jahren, da war das noch gar nicht so viel. Ich meine, gut, das war damals auch so, die Technik konnte man wahrscheinlich noch gar nicht so feststellen wie heutzutage. Heutzutage wird es halt immer mehr. Aber woran liegt das letztendlich? Ja, also was richtig gegen den Krebs kann man halt nicht machen. Monty, gehst du mal weg da? Es stehen wieder alle da und wollen an die Kamera. Oder ins Bild, wie auch immer. Ne, Kolo ist gar nicht da. Ne? Kolo. Ja, man kann ja, es gibt keine Impfung oder noch keine. Es gibt keine Gegenmittel. Letztendlich, bei Hunden ist es sehr schwierig. Die Technik oder die Forschung, die geht immer weiter und ich hoffe, dass da irgendwann mal was kommt. Man kann nur halt prophylaktisch ein bisschen was machen. Und es ist einfach so, dass das Immunsystem geschwächt sein muss, wenn der Krebs anfängt zu wachsen. Weil das Immunsystem ist ja dazu da, Krankheiten vorzubeugen oder zu bekämpfen. Und wenn das geschwächt ist, tut es halt das nicht. Also ein Immunsystem tötet auch Krebszellen ab bis zum gewissen Grad. Und wenn das geschwächt ist, dann wird es halt doof. Ja, und da muss man eben sagen, wir Halter oder viele Halter greifen halt sehr in das Immunsystem des Hundes ein. Also ein Spot-on, Prophylaxe ist alles Chemie. Entwurmung, eine reine Entwurmung, das ist Chemie pur. Da wird der Darmtrakt erstmal, das Immunsystem, der Darm wird erstmal niedergemacht, auch wenn kein Wurm da ist. Sollte man nicht tun. Lass doch, überprüft doch erstmal. Prophylaxe gibt's nicht. Wo kein Wurm ist, da kann man auch nichts umbringen. Man macht nur den Darm kaputt. Und das ist halt eine Bombe, eine Chemiebombe. Also prüfe ich erstmal, ob Würmer überhaupt da sind und dann kann ich immer noch eine Wurmkur machen. Also es gibt auch natürliche Mittel, die bei oder gegen Würmer ganz gut helfen. Also unser bekommt seit ewigen Zeiten Barf und da wird halt reingemixt. Kokos, Raspeln, Kurkuma, Ingwer, Karotten. Also da gibt es eine große Palette, was man da rein tun kann oder reinmischen kann, was Würmer nicht so sehr mögen. Ja, kann ich auch noch mal ein Video drüber machen. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ja, auch Zecken und Co. Ne? Also da gibt es auch natürliche Mittel, Spot-ons, die auf natürliche Basis sind. Natürlich gibt es immer Hunde, wo es nicht wirkt oder wo die ein Zeckenmagnet sind. Ja? Also muss ich da auch mal eingreifen. Aber da macht es auch wieder die Masse. Ne?
mache ich das nur einen gewissen Zeitraum, wo ich halt in der Gegend bin, wo es wirklich viele Zecken gibt, okay, dann ist es halt so. Aber das muss ich eben abwägen und da auch mal ein bisschen runterfahren mit der Chemie. Ja, beim Futter. Futter ist das Thema überhaupt. Ne? Schlechthin. Konservierungsmittel sind da drin, Abfallprodukte, Wachstumsförderer aus der Industrie, Verdeckungsmittel, also alles irgendwie chemisch. Ne? Appetitanreger, Geruchsstoffe, was da alles so ist, damit die Hunde das fressen. Ob das jetzt nur so gesund ist, wage ich zu bezweifeln. Also unser Wirt, seitdem er bei uns ist, der ist mit 2,5 zu uns gekommen, gebarft. Und der hat nichts. Der ist jetzt 12,5, ein Glück, Holzklopfen, 12,5 und hat nichts. Er hatte mal ein dickes Lipom und das ist halt Alterssachen, die dann bei ihm wirklich kommen. Aber alle Hunde, was ich vorhin aufgezählt habe, die sind alle mit 8, 9, 10 gestorben. Und das ist einfach viel zu früh. Ne? Also Sam, der Carne Corso, die ist 10,5. Also die hat es wirklich geschafft, trotz vieler Krankheiten, habe ich auch ein Video drüber. Ja, aber da sollte man hinterfragen, ich kann doch meinen Hund gesund füttern. Es muss nicht immer barf sein, aber achtet ein bisschen auf die Zusammensetzung des Futters. Was ist da drin? Es gibt ja viele, die schon auf Getreide und Gluten und das Ganze verzichten. Ne? Also da kann man ja ein bisschen gucken. Man muss nicht immer das Billigste vom Billigen nehmen, obwohl da gibt es auch ein paar ganz gute Produkte. Schaut mal ins Test, da sind ein paar bei, die wirklich gut abgeschnitten haben. Aber ich kann ja ein bisschen suchen, ich kann ein bisschen rohes Gemüse geben, ich kann Obst geben. Das tut dem Hund gut. Na, warum nicht? Die fressen es doch. Ich will doch auch nicht mal das Gleiche fressen. Fressen. Ja, also geht da ran und gebt dem Hund ein bisschen was Vernünftiges. Es ist doch nur helfend. Das ist dann wirklich prophylaktisch, ne? Dass man sagt, okay, ich versuche mein Bestes. Ich meine, wir haben das Thema Weichmacher bei uns im Essen auch. Ne? Und bei Hunden ist das genau das Gleiche. Es wurden also auch zig Weichmacher schon in Hunden festgestellt. Ja, dass die mal nicht gut sind, ist so. Punkt. Ein anderes Problem, was das Immunsystem schwächt, ist Stress. Ne? Stress. Unsere Hunde haben sehr viel Stress, das wisst ihr nur nicht. Das fängt bei den Welpen an. Ne? Was will man alles von so einem kleinen Kerl? Und wie viele Kommandos kriegt der? Ja, genau. So gesagt den ganzen Tag. Und das kann für den Hund Stress halt bedeuten. Ne? Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und der Halter ist immer hinterher. Und lasst die Hunde doch Hunde sein. Also die Welpen, die müssen doch erstmal wachsen, die müssen doch erstmal alles verstehen. Ja, denn im Welpenalter, den dürfen sie nicht. Oder müssen mit Kindern spielen oder sie knabbern in irgendwas und werden ständig gemaßregelt. Also das sind so Sachen, das sollte man hinterfragen. Im Jugendalter geht es weiter, ne? Dann werden sie schwierig, dann rennen sie durch die Gegend, machen Party, wollen an jede Hündin ran, wenn es Grüden sind oder sind stressempfindlich, wenn der Hormonhaushalt kommt, also wenn sie die erste Läufigkeit haben bei den Weibchen. Und dann wird man schnell kastriert. Ja, dann habe ich meine Ruhe. Und nee, so funktioniert das nicht. Ne? Und das ist auch wieder Stress für den Hund. Dann haben die ein Programm. Viele Hunde haben ein Programm. Das ist schlimmer, als wenn es die eigenen Kinder sind. Ne? Dann haben sie Hundeschule, dann haben sie Auslastung, dann haben sie spazieren gehen, dann müssen wir schwimmen, dann haben sie noch Agility und. Ne? Lass die Hunde doch ankommen. Lass die ruhig. Lass die zu Hause auch mal pennen. Lass die in der Lecke liegen, die müssen nicht immer das. Lass sie wirklich Hund sein. Und dann hat der Hund auch Ruhe. Anderes großes Thema sind halt die Umweltgifte. Ne? Also die Umwelt, gerade wer in einer Großstadt wohnt, der weiß es. Ne? Also wir haben das auch und die Hunde haben es halt noch mehr. Ne? Die sind ja da unten. Die kriegen die Abgase ab, was man so versprüht. Deo, Zigarettenrauch, Insektizide, das ist unten alles auf dem Boden, da schnüffeln die dran. Also da gibt es ja Unmengen. Und das ist natürlich nicht toll für den Hund und nicht förderlich. Das kann man auch ein bisschen begrenzen. Ich muss den Hund ja nicht überall hinlassen. Ich muss ihn nicht überall schnüffeln lassen. Oder ich gehe zu Zeiten, wo die Straße nicht so befahren ist. Gehe ich halt ein bisschen früher, ein bisschen später. Das sind Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten können wunderbar helfen. Diese ganzen Tipps, das sind jetzt nicht die Heilsbringer. Das ist keine Garantie, dass der Hund keinen Krebs bekommt. Genetik kommt auch noch dazu. Ne? Die Genetik kann sein, der Krebs ist drin. Wenn ich diese Sachen beachte, wenn ich mein Leben so ein bisschen umstelle oder mich ein bisschen mehr auf den Hund einstelle und auch da mal sage, okay, du bist nicht nur mein Kuscheltier, sondern ich gucke auch, wie es dir geht, ja, dann wird das auch was. Ne? Man muss halt sehen, man ist davon nicht gefeit. Also heutzutage ist es so, ich glaube, jeder fünfte Hund bekommt Krebs in seinem Alter, in seinem Leben. Und über 10, glaube ich, jeder zweite stirbt sogar an Krebs. Ne?
wir gucken jeden Tag bei unserem, ob irgendwo ein Knoten ersichtlich ist oder irgendwas. Aber man kann es ja nicht verhindern. Leider nicht. Ne? Nochmal, tut mir leid für die drei, die gegangen sind. Und ich hoffe, die beiden, die noch da sind, dass sie noch möglichst lange mitmachen können. Eine ist sogar noch mit im Auslauf, schon seit vier Monaten. Jetzt hat sie die Diagnose, es läuft. Also so lange wie möglich probieren. Bietet den Hunden was, bietet ihm den Spaß, den sie sonst auch hatten. Gerade jetzt mit Krankheit, versucht da nicht, die in Watte zu packen. Ich weiß, es ist schwer, aber helft den Hunden, nehmt sie mit raus, lebt gesund. Das heißt jetzt nicht, ihr dürft denen dann kein Fleisch mehr und einfach gesund. Gesund. Ihr wisst, was ich meine. Ist ein scheiß Thema, aber ich wollte noch mal drauf eingehen. Bis nächste Woche. Tschüss.